Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Venus, Quadrat, Uranus. Natürlich zählt der Saturn auch noch dazu. Ja? Natürlich wirkt der, weil es ja nur ein Grad auseinander ist, wenn überhaupt. Ja? Und dann haben wir natürlich hier diese Nervosität durch, wie sagt man, die Launenhaftigkeit, Nervosität durch verdrängte Gefühle, ja, haben wir natürlich hier dann auch in einem starken Ernüchterungsprozess. Also der Steinbock ist im ersten Haus eingeschlossen und Saturn ist der eingeschlossene Herrscher des ersten Hauses. Also das heißt, hier hat offensichtlich auch die Bundesregierung Schwierigkeiten mit dem eigenen Land und der eigenen Bevölkerung, wobei die Bevölkerung, der Mars, im vierten Haus ist. An sich eine starke Besetzung, Herrscher von 4 in 4 und der Mars ist auch noch der Herrscher des 11. Hauses. Also offensichtlich kommt es in Deutschland bereits zu mannigfaltigen, zu zahlreichen Gruppenbildungen. Spitze 11 im Skorpion, das Ganze dürfte unterschwellig laufen, unterm Radarschirm. Die Leute wissen schon, dass sie ihr Satansphone nicht überall mitnehmen sollen. Das ist schon eine sehr wichtige Information, weil es wird ja alles ausspioniert. Alles, ja, alles. Ich hatte gestern einen Freund auf Besuch, ja, und der hat mir erzählt von Tätigkeiten diverser Jugendlicher, die nicht ganz, im, sagen wir mal so, nicht ganz im legalen Bereich waren und die wurden längere Zeit observiert, hier in Österreich, ja, wurden längere Zeit observiert und dann wurden sie sozusagen zu, war das glaube ich Kriminalpolizei, wurden sie vorgeladen und der zuständige Beamte hatte einen sehr starken Akt auf dem Tisch liegen mit Gesprächsprotokollen, Seiten und Seiten und Seiten von Gesprächsprotokollen und hat dann die jungen Leute befragt, aber natürlich einzeln, die wurden dann in verschiedenen Verhörzimmern gefragt, bis sie alle Worte herausgefunden haben. Was meinen Sie mit diesem Wort? Sie sprechen da, ich weiß nicht, von Petersilie, jetzt kommt immer wieder vor dieses Wort. Was heißt dieses Wort? Was ist das für eine Abkürzung? Also das heißt, Kriminalpolizei, Staatspolizei, Bundesnachrichtendienst und so weiter und so weiter und so weiter haben Abhörprotokolle in großer Anzahl vorliegen. Also das heißt, den Verräter in der eigenen Hosentasche oder Westentasche sollte man verstärkt eigentlich gar nicht mehr irgendwohin mitnehmen und so weiter. Aber die Zeiten werden noch kommen, wo wir das komplett weglassen werden. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im zweiten Haus. Den Herrscher von 2 haben wir in 4. Das heißt, die Menschen versuchen Sicherheiten zu bilden, Ersparnisse anzulegen, das heißt Vorräte anzulegen. Aber natürlich mit Quadrat zu Venus, ja, Quadrat zu Saturn funktioniert das natürlich nicht so gut, wie sie wollen. Und natürlich haben wir hier auch eine große Nervosität innerhalb der Bevölkerung. Und auch das sehe ich in der 7. Ja, die 7 ist nicht nur Freiheitswille, sondern auch die Nervosität. Und eben diese 5 Planeten im zweiten Haus bedeuten für mich, dass im Finanzsystem gewaltige Vorgänge geschehen. Also hier brodelt es, hier kocht sozusagen der Topf bald über. Also ich würde sagen, wir werden bald die Ohren anlegen können und das Ganze fliegt uns um selbige. Weiter zum vierten Teil. Ende.